Einen wunderschönen Willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit meinen neuen Kriegsplänen. Was? Oh, Grundmannstärke, I love it. Habe eh schon fast keine Soldaten. Fast hier die Krise ausgebrochen. Das ist übrigens wirklich noch Target, mit dem wir leben könnten. Das ist sehr interessant, meine bruneischen Freunde. Da muss ich, also ich, ja, das Problem ist, ich müsste jetzt trotzdem erst die angreifen. Das habe ich mir jetzt eigentlich schon vorher vorgenommen. Ich lasse jetzt, ja. Warum müssen die denn jetzt wieder per Schiff transportiert werden? Hätte ich wieder gekockblockt, Alter. Meine eigene Provinz. Meinem eigenen Land. Ja, wir konvertieren aktuell Kulturen just for fun. Tatsächlich, also wirklich original just for fun. Einzige, was ich jetzt mache, ich, ja gut, das pushen wir eh schon. Den haben wir jetzt noch auf Stufe 5 rauf, scheiß drauf. Haben wir noch ein bisschen Machtprojection. Jetzt nur die Frage, gibt es noch ein Privileg? Es noch ein Privileg, mit dem wir die Kulturänderung vergünstigen könnten. Und was wären das denn, wenn dann? Habe ich ja gerade geschaut, ne? Kaufleute bezweifle ich jetzt ehrlich gesagt, dass es bei denen ist. Aber interessant, dass es auch überarbeitet wurde, dass jetzt Landbesitz, also wenn die Landbesitz haben, erhöht es quasi, ihr seid Pisser, Alter, erhöht es quasi zum Beispiel Handelseinfluss. Also es gibt jetzt inzwischen Boni generell auf relativ viele Sachen. Was? Absolutismus? Maximum ändert sich um 10? Minus, aber erhöht sich um plus 2? Was? Hä? Interessant. Ja, nee. Gibt's nicht. Gut. Was wollt ihr denn? Ein großer Tempel in Sokotai. Dann bauen wir da halt schnell einen großen Tempel, wollte ich sagen. Können wir aber überschreiben, hat man schon da. Alles cool. Okay, genau, Langsang. Die Daiviets sind nicht mehr so stark wie damals. Wir müssen auf alle Fälle trotzdem... Ich würde sagen, wir schicken trotzdem die Armee rüber, weil die andere Armee ist das Ding, die können wir notfalls rüber transportieren mit Schiffchen. Das überleben wir auf alle Fälle. Ja, und Ziel ist jetzt, wie gesagt, Platz 1 und 2 sind, glaube ich, unerreichbar. Aber vielleicht schaffen wir irgendwie Platz 3 sogar. Ich weiß nicht, mal gucken. Ich gebe es nicht auf. Ich bleibe bester Dinge weiterhin. Und ihr gleicht euch mal mit dem neuesten Template entsprechend an. Dann dürft ihr auch wieder Geld bekommen. Geben wir kurz ein bisschen Geld aus für Korruptionsbekämpfung. Ich will keine Korruption in meinem Land. Ich mag das nicht. Also, apropos, ich mag das nicht. Wie schaut es jetzt hier aus? 517 im Monat, das ist aber auch nice. So. Das Ding noch mit. Wie schaut es jetzt eigentlich hier mal mit Dingenskirchen aus? Inzwischen 7000. Ihr seid, ach, Regensburg hat das Ursprung gehabt. Mhm. Ich finde es eh total dreist, wie schnell die schon komplett durchgepusht haben. Alles fertig, überall. Nur bei uns dauert es wieder Jahrhunderte. Da schaut euch das mal an, wie dreist das ist, Alter. Alle haben es schon eigentlich, außer mir wieder. Ist doch scheiße sowas. Ich bin wieder 20, 30 Jahre hinten dran. Soll denn der Scheiß? Geht es mir auf den Sack, ey, ohne Witz. Was machen die? Wird nach Huyayan verlegt, oder wie das da heißt. Na, verleg mal schön. Ich bin auch Verleger. So.
Ach so. Ja, das ist jetzt interessant. Das ist jetzt tatsächlich sehr interessant. Weil jetzt nur noch die Ming unterstützen. Hm. Naja gut, ich meine, ist dann halt wahrscheinlich so, ne? Das heißt, ich muss den Dai-Diät nachher noch getrennt, also extra den Krieg erklären. So, wir können die mit in den Krieg rufen, angeblich. Da muss ich mich wenigstens nicht um die Ming kümmern, hatte ich jetzt eh keinen Bock drauf. Hallo, was machen die da? Hallo? Ich glaube, die spinnen. Die einfach angegriffen. Was soll denn das? Was ist das für eine Dreistigkeit, die dahinter steckt, mich einfach anzugreifen? Warum kommen jetzt wieder Rebellenfraktionen? Ey, komm, ihr geht mir auf den Sack. Jetzt mach ich echt alles, tu alles dafür. Oh, geil. Oh, geil. Ich glaube, das ist absichtlich, dass man genug Geld hat, um... Oh. Okay. Ja, ist es nicht mein Main Priority? Ist es eigentlich auch nicht direkt mein Main Priority? Das wäre halt, ja, schon nochmal interessant, ne? Das Bagan-Projekt. Ja, weiß ich jetzt auch nicht so wirklich. Also ich sag's euch ganz ehrlich, das sind alles ganz coole Wunder und so, aber das ist jetzt nicht so, dass mich da jetzt irgendeins abholt und ich mich jetzt hier direkt nicht mehr auf dem Stuhl halten kann. Weil ich das so mega geil finde. Das ist jetzt halt einfach nirgends der Fall bei keinem davon. Deswegen ignorieren wir das mal und machen uns einfach ganz dreist auf den Weg in die Hauptstadt der Mingis. Besetzen die es einfach komplett, dann ist der Krieg eh relativ schnell vorbei. Wie schaut es eigentlich mit der Inflation jetzt aus? 1,6%, ja. Ist okay. Das Wichtigste ist, wir haben jetzt dann 16. Orissa wird jetzt auch noch den Krieg beitreten. Wir haben ja eh sowieso 100 gefallen, also wir können eigentlich machen, was wir wollen. Bangkok fordert Privilegien. Digga, ich kann nicht auf die Fresse hauen, dann seht ihr eure Privilegien. Aber ich muss eh nochmal Land fordern, deswegen machen wir es jetzt eh. Das kriege ich eh wieder mein Land. So, die sind besetzt durch Liang. Das taugt mir tatsächlich überhaupt nicht gerade. Der hat sich auch direkt das Leben genommen. Es ist komplett falsch. Das war jetzt gerade alles falsch, was ich gemacht habe. Das war alles falsch, was ich hätte falsch machen können. Und dann kann ich den entlassen, den Trottel. Dumm. Ich will keine akzeptierten Kulturen, ich will unsere Kulturen. An sich ist Disziplin ja nicht schlecht. Müll. Ah. Da ist mal einer. Der kostet auch überhaupt nichts. Auf Stufe 5 kostet der einen Apfel und ein Ei. Geil. Ah. Geil. So, Ming, wie machen wir es jetzt mit uns? Vasallentum wird nicht funktionieren. Deswegen Kriegsreparation, Gold und diese Provinz. Ihr seid hässliche Artgenossen. Kann ja so knausrig sein, ja. Ist ja schlimm. Ich finde es auch schön, wie die mir die ganze Zeit mit irgendeiner Koalition drohen. Halt, was wollten ihr von mir jetzt? Lasst mich doch in Ruhe. Aber Bro, lasst mich in Ruhe. Wer würde euch jetzt unterstützen wollen? Wu. Wer ist denn Wu schon wieder? Ach, die da. Und vor denen soll ich jetzt Angst haben, oder? So, nehmt es mir nicht persönlich. Warte mal, wie schaut es mit aus mit den Beziehungen? Minus 88. Das Problem ist, die Begehren, wie gesagt, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Man integriert die Ach komm, scheiß drauf. Laber hier so lange, Alter. Statt dass ich sie einfach kurz fresse. Kann man denn so viel rumlabern? So unnötig vor allem. Kommen wir die ganzen Rebellen angekrochen. Weil sie meinen, müssen jetzt wegen jedem Scheiß wieder rauskommen aus ihren kleinen Höhlen. 6300. Da oben ist auch gefördert.
Warum bin ich so zurückgeblieben? Kostet 5000 minus 25%, also ein Viertel weniger, ne? Bist du so bei circa, ja, halt irgendwas weniger auf alle Fälle. So um die 1250. Das heißt, das lohnt sich eigentlich instant. Weil du das erste Wunder upgradest, lohnt sich das. Ja, so in der Art, genau. So dachte ich mir das schon. Und das gibt uns jetzt halt Absolutismus, jährlich plus 1 und einfach diesen Regierungslimit-Modifikator. Deswegen machen wir das Ding jetzt auch einfach. Ja, das passt. Dann können wir jetzt die Diät schlucken. Ja, ihr dürft übrigens gerne rausgehen. Jetzt halt die Frage, was werden die Wu machen? Ich würde vielleicht trotzdem mal sagen, dass wir jetzt dann mal da eine Festung hinbauen, da eine Festung hinbauen. Geld genug haben wir. Meinung von Miao über Prome. Digga, ihr geht mir, es ist mir so scheißegal mit euch allen. Ihr macht das, was ich euch sage, ansonsten kloppe ich euch die Scheiße aus dem Leib. Was ist denn mit denen, dass die alle so eingebildet und arrogant sind und denken, sie würden irgendwas bekommen? Was ist denn das? Irgendwie im falschen Film oder so. Da brauche ich auch gleich nochmal ein paar Unis. Und ja, ich habe gerade mein gesamtes Geld für Unis ausgegeben. Wo sind meine ganzen Armeen, die ich hier nicht alle rübergeschickt habe? 10 Karma. Was ist hier für eine Festung? 4. Könnte eine Stufe 8 Festung bauen. Ich denke mir die ganze Zeit, das geht noch gar nicht. Aber konvertiert es auch gleich wieder alles. So Leute, letztes Mal jetzt. Bewegt eure hässlichen Ärsche jetzt mal darunter. Ich meine, gut, das Hauptproblem ist natürlich, dass wir jetzt wieder ein bisschen überdehnt haben. Deswegen hätte ich schon gerne dieses eine Wunder hier unten. So, was ist hier los? Spanien ist Japan. Japan, Spanien. Was geht hier ab? Japan ist besetzt durch Spanien. Die Spanier haben halt doch eine andere Liga, ne? Scheiße. 600 Schiffe, Alter. Alter Falter. Peru. Lass mal kurz gucken. Entwicklung von mindestens 20. Hä, hab ich doch. Ja, warum geht denn diese Mission nicht? Wir sollten... Achso, muss ich die Hauptstadt verlegen? Ging denn das nochmal? 545. Bringt mir das über... Also bringt mir das jetzt irgendwas? Ja doch, gut, ich müsste das... Ja, doch, muss ich. Baukosten und das Ding ist, das brauche ich, um halt das hier zu machen. Das gibt uns aber... Der Regierungsrang wird zu Kaiser, das haben wir schon. Nationsname wechselt zu Burma. Aber die Frage ist, bekomme ich neue Ideen? Na, wisst ihr, was ich meine? Ich würde sagen, scheiß drauf, wir machen es jetzt einfach mal. Da. Ich meine, Pegu ist ja, ist ja eine Hafenprovinz, ne? Liegt ja an sich gut. So, machen wir das. Und gründen das burmesische Reich und sind jetzt Burma geworden. Juckt überhaupt keinen. Gut. Großmandala. Freischreiben untertan für 20 Jahre, dauerhaften Anspruch für jede Menge andere Regionen. Die 1 Million Reisfelder, darauf der Ansprüche auf den Rest der Welt. Erobert Siam haben wir auch schon gemacht. Darauf der Ansprüche auf jede Menge andere Sachen. Und dann hätten wir hier noch.
Was braucht man dafür? 1 Million Elefanten. Okay, das haben wir nicht. Aber gut, wir haben dafür ein paar andere Missionen abgeschlossen. Damit kann ich auch schon mal leben. Boah. Digga. 90 AK ist zu teuer. Aber es ist schön. Jetzt können wir schön günstig. Es ist nicht so günstig. Ich meine, klar, es gibt noch günstigere Länder und Methoden. Aber gut, schauen wir. 161. 166. Warum dauert das so lange mit den Kernprovinzen eigentlich? Noch ein ganzes Jahr. Die kommen hier gerade recht. Haben wir gerade Scheißlaune? Dankeschön nochmal für die Teilung. Ist eh so traurig, ne? Jetzt baue ich dann auch schon so Sachen wie Unis, ne? Wäre halt cool, wenn das auch noch was bringen würde. Dann, ach Gott, schau, wie viel ich noch bauen muss. Scheiße, das werde ich wahrscheinlich niemals schaffen, so wie ich mich hier gerade wieder kenne. Blockiert Sklavenüberfälle. Scheiß drauf. So, Händlerbelästigung. Ich spucke auf Spanien, Alter. Kann ich nochmal irgendjemanden beleidigen? Swahili. Nein. Ich glaube, das geht aktuell noch nicht. Nur noch ein bisschen warten. So, Jambi. Wie gesagt, ich könnte rein theoretisch jetzt einfach snacken kurz. Just for fun. Okay, ich habe keine. Habe ich immer noch den Malus durch das Integrieren letztens? Ja. Und sogar noch ein Jahr. So, ihr dürft auch noch gerne mit draufkommen. Die kommen auch immer alle in den gleichen Ecken, heißt. Dass sie sich mal Gedanken machen, dass man mal von woanders kommen würde. Nö, immer alle aus den gleichen Ecken. Okay, die letzten zwei, die gehen mir am Arsch. Da würde ich sagen, eure Zeit ist gekommen. Da wir sowieso auf alles Ansprüche haben. Das Ding ist, sehr klüger, einfach Imperialismus zu machen. Es gibt uns nämlich weniger. Alles. Es gibt uns weniger alles. So, meine Flotte. Frisch aufgestockt, hoffe ich. Ich hab's nicht vergessen. Gehst gleich mal dorthin. Genau, ihr geht dorthin. Dorthin. Dort rein. Ja. Dann schauen wir mal. Erste Schlacht direkt gewonnen. Oh, guck mal an, wer da ist. Ich bin hier gerade so frohen Mutes am Langmarschieren. Was ist da? Festung 4. Festung 4 dürfte nicht so schwierig werden, für die das schnellstmöglich zu erobern. Was habt ihr vor? Der ist nice. Zumindest was Bewegungsgeschwindigkeit angeht. Da sind sie. Die laufen irgendwo unten lang. Können wir die jetzt hier angreifen? Haben zwar einen Abzug. Haben trotzdem deutlich gewonnen. Dann schieben wir direkt mal zur Hauptstadt weiter. Ja, die sind natürlich dem Krieg selbst natürlich beigetreten. Aber mal schauen. Wir schieben jetzt hier weiter. Das Gute ist, ich habe natürlich hier eine relativ hohe numerische Überlegenheit. Oh. Da bin ich den auszusehen. Oh, geil. Aus Versehen über den Haufen gelaufen. Zweier Malus. Alter. Alter. 10.000 zu 13.000, aber das war jetzt trotzdem kostspieliger, als es mir lieb gewesen wäre, muss ich gestehen. Kernprovinzen sind alle durch. Kulturen werden geändert. Die Belagerung der Hauptstadt ist auch fast fertig.
Und wir können wieder Orisa rufen. Finde ich sehr schön. Achso, ich habe vergessen, Land zu beschlagen, nämlich Ochse. Habe ich wirklich vergessen. So eine Kleinigkeit, die ich immer gerne vergesse mal. Läuft die Annektierung noch? Ja. Ah, jetzt haben wir auch den diplomatischen Reputationsmalus nicht mehr. So. Passt auf, 144. Erhöht sich auf 152. Was ist unser Limit? Das liegt über 180. Ich mach die so kalt. Oh Gott. Ne, wir gewinnen sogar. Oder? Alter. 15.000 Mann. Also das war ein sehr, 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 sehr kostspieliger Sieg. Sieg ja, kostspielig aber auch. Und gewiped. Jetzt haben sie nur noch die Armee von Wu, die jetzt hier übrigens gerade ganz entspannt oben am erobern sind. So, das ist eigentlich nicht direkt mein Problem, aber ich helfe denen trotzdem, weil ich ein freundlicher Lehnsherr bin. So, wir nehmen die Admin-Macht mit. Everyday. Vor allem, weil wir gleich jede Menge erobern werden. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt unsere Armeen einmal alle nach Norden schicken können. Also wirklich alle. Und uns um Wu kümmern. Gucken, vielleicht können wir ein bisschen Geld erpressen oder so. Was weiß ich. Gut, Manufaktur könnte man noch 1, 2, 3 bauen. Und dann einfach weiter die Unis spammen. Ich will einfach alle Unis. Das ist so ein Ding, das ist so ein Tick von mir. Ich will immer alle Unis gebaut haben bis Ende des Spiels. Ob sie Sinn macht oder nicht, scheiß drauf. So, die Belagerung dauert noch. Wenn die rechtzeitig ankommen, wäre natürlich sehr juicy. Ja. Ja, super. Jetzt haben die nämlich einen Malus. Jetzt müssen wir nur rechtzeitig noch alle mit dazukommen. Das gibt's jetzt nicht. Die haben mich auch noch gewiped, weil meine Armee nicht rechtzeitig eingetroffen sind. War das bitte eine Söldnerarmee? Nein, ist auch noch eine von meinen Hauptarmeen. Digga. Ey, das könnte ich schon wieder kotzen, echt. Wegen so einem Scheiß jetzt. Gut, haben wir uns jetzt natürlich dran gerecht. Rache ist Blutwurst. Trotzdem bin ich jetzt angepisst. Das war schon komplett unnötig, war jetzt der Scheiß. Weil die so langsam gelaufen sind, weißt du? Ein bisschen schneller gelaufen wäre das alles gar nicht passiert. So, 58.000 Mann haben sie noch. Die sind integriert. Haben die auch eine Armee oder? Hatten die keine Armee? Flotte hatten sie auf alle Fälle. Ich würde auch sagen, wir merchen die jetzt einfach. Die extra Schiffe nicht. Ach komm, das ist jetzt nicht euer Ernst hier, oder? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Was sind das? Revolutionäre, ich könnte kotzen. Jetzt ploppen da echt Revolutionäre hin. Digga. Warum macht man denn sowas? Das ist ja jetzt überhaupt nicht lustig. Da ist 7000 Mann. Doch, das sind die. Okay, machen wir kurz weg. Sehr schwierig. Die Maschine zieht drüben schon schön ein. Ich denke mal, es geht jetzt hier eh auch nur um Geld. Maschine aber kurz zur Hauptstadt, hätte ich mal gesagt. Zur Hauptstadt und die umliegenden Provinzen. Denen einfach kurz meine Meinung sagen zu ihren Aktionen vorhin. Und dann würde ich sagen, machen wir nächste Folge hier an der Stelle weiter. Euch allen einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.